Die Spracharbeit der gesellschaftlichen Stiftung Wiedergeburt ist einer der wichtigsten Arbeitsbereiche und besteht nicht nur aus den Projekten, die auf das Erlernen der deutschen Sprache in Form von traditionellen Sprachkursen und Zirkeln, sondern auch auf die Entwicklung alternativer Angebote und auf die Fortbildung des Projektspersonals, vor allem die Deutschlehrer, ausrichten. Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Situation in der Welt war es im Frühling dieses Jahres dringend erforderlich, zuerst eine Reihe von Webinaren zur Arbeit mit der Zoom-Plattform abzuhalten. Und Anfang April wurde die Online-Schulung für Methodiker und Lehrer abgehalten, die für die deutsche Minderheit arbeiten. Ich heiße Natalia Kozlova. Ich bin BITS-Multiplikatorin, das heißt Multiplikatorin des Instituts für ethnokulturelle Bildung. Und ich bin Methodikerin. Meine Schwerpunkte sind Methodik, Didaktik des Fremdsprachenunterrichts und Ethnospezifik der Russlanddeutschen und der ethnischen Deutschen in Gussländern. Also ein Vorschlag von der Gesellschaftlichen Stiftung Wiedergeburt, Koordinatorin Svetlana Schubina. Also unsere Lehrkräfte wollten eigene Kenntnisse ein bisschen verbessern. Und dann ja, ist die Idee entstanden, dann auch die Sprachkurse für unsere Lehrkräfte zu organisieren. Sie fördern auch ethnische Identität der Lerner. Aber um die ethnische Identität der Lerner zu fördern, muss man natürlich sich auch der ethnokulturellen Komponente auskennen. Ja? Und deswegen machen wir auch sehr viele Übungen und Aufgaben mit ethnokultureller Komponente in unseren Lehrersprachkursen. Ich bin Maria Nagich, ich komme aus Russland und lange Zeit habe ich als Deutschlehrerin gearbeitet, als Methodikerin und Multiplikatorin und das mache ich noch immer wieder. Die Lehrer aus ganz Kasachstan durften sich zu diesem Kurs anmelden und die an der Wiedergeburt tätig sind. Ja? Und ich bin sicher, dass sie diesen Kurs nicht nur aus den sprachlichen Gründen, sondern auch um methodisch sich gefördert zu werden, besuchen. Und hier profitieren wir voneinander, weil ich auch ein professionelles Feedback von den Lehrkräften zu diesem Kurs bekommen kann. Bin ich dann überzeugt, dass zum Beispiel dieser Fortbildungssprachkurs sowohl sprachliche Kenntnisse als auch methodische Kenntnisse von den Lehrkräften erweitert und wir können hier verschiedene neue alternativen Ansätze gebrauchen. Wir kennen, wir lernen hier auch neue Tools kennen und das ermöglicht uns, das alles in diesem Kurs auszuprobieren, damit sie weiter, also ich meine die Lehrkräfte, in ihrem Unterricht einsetzen können. 42 Deutschlehrer haben die Grundlagen des Online-Unterrichts auf Basis der Internetplattform Zoom sowie weitere Begleitung und individuelle Beratung erhalten. Und dann wurde ein methodischer Zyklus der Webinare zum Online-Unterricht veranstaltet. Methodischer Teil der Vorbildung wurde von zwei erfahrenen Referenten durchgeführt. Und an methodischen Webinaren haben 59 Deutschlehrer teilgenommen. Zum ersten Mal hat es uns gelungen, eine solche Anzahl von Lehrern gleichzeitig zu erreichen. Heute haben wir ein Gespräch mit Deutschlehrerin Julia. Und erste Frage, bitte erzählen Sie ein bisschen von dir. Guten Abend, Christina. Ich heiße Julia Sergejewna. Ich arbeite hier in Deutscher Gesellschaft und ich arbeite hier schon seit 7 Jahren. Und tatsächlich bin ich eine Deutschlehrerin, aber ich würde sagen, nicht nur Deutschlehrerin, sondern ein Fan von deutscher Sprache. Wie nützlich war die Durchführung solcher Sprachkurse? Zumindest man kann sofort eigene Kenntnislücken sehen und versuchen es zu beseitigen.
Man lernt nie aus. Wirst du 50, 60 oder 70 Jahre alt, man kann immer an solchen Seminaren teilnehmen. Man schämt hier nicht. Wie motiviert sind die Lehrer, die diesen Kurs besuchen? Ich denke, schon hoch motiviert. Die Lehrer haben so wenig Möglichkeiten, einfach zu Hause zu sein und neue Informationen zu bekommen. Und naja, hier sind noch nicht nur Kenntnisse, Wissen, sondern auch die Materialien, die wir bekommen. Sie sind nützlich und man kann es bei unserem Sprachkurs benutzen, weil sie modern sind, zum Beispiel wie Lieder, Texte, Aufgaben. Nicht jeder findet die Zeit, einfach um spazieren zu gehen. Aber hier, in diesem Kurs, braucht man wirklich nicht viel. Erstens Computer, zweitens Internet und ein Wunsch. Warum hast du dich entschieden, an diesem Kurs teilzunehmen? Naja, die Sprache entwickelt sich und die Lehrer müssen auch immer lernen. Man kann nicht ein Zertifikat C1 haben und dazu nichts machen. Also es muss immer eine Entwicklung sein. Und dazu, das ist sehr bequem. Zum Beispiel, das ist Samstag, 10 Uhr, man muss nicht zur Arbeit gehen, einfach einen Computer einschalten und den Lehrer zu begrüßen. Und dazu, das ist Samstag, ich gehe nicht zur Arbeit, sondern ich schalte meinen Computer ein und begrüße meinen Lehrer. Das ist sehr bequem. Unser Interview geht weiter und jetzt interviewieren wir noch eine Deutschlehrerin, Daria. Bitte, stell dich vor. Also, ich heiße Daria Sergejewna und seit 11 Jahren alt bin ich hier und genieße die Zeit bei der Deutschen Gesellschaft. Als ich 11 war, war ich natürlich keine Lehrerin noch, doch habe ich an der Kinderkurs teilgenommen. Da hatte ich viel Spaß mit der Jugendclub Jubel gehabt und wieder noch dankbar meiner blondhaarige Lehrerin Olga Valentinovna habe ich Deutsch weitergelernt. Jetzt bin ich auch Lehrerin und habe blonde Haare auch. Es muss erwähnt werden, dass ein Teil von Kurs Natascha Kozlova erführt wurde. Und ich wollte gern bemerken, dass alles, was mit Natascha zu tun hat, wird gut und bringt unbedingt viel Schönes und Nützliches, sowie in unserem Leben als auch in unserem Beruf auch. Warum hast du dich entschieden, an diesem Kurs teilzunehmen? Der Kurs war für das ganze Land und ich meine, dass es so sehr wichtig ist, weil schön und richtig Deutsch zu sprechen ist sehr wichtig für uns Lehrerinnen und Lehrer. Und wir sind gefestigt in diesem Sprachniveau, also von A1 bis B1, weil wir Kursteilnehmer in diesem Sprachniveau haben und das ist ein Problem für uns. Meiner Meinung nach, die Lehrer soll sehr motiviert sein, weil wir an einer Stelle stehen, wie ich schon gesagt habe, und jeden Jahr beginnen wir mit ABC Deutsch zu lernen. Und was denkst du, ist dieser Kurs nützlich für die Lehrkräfte? Es ist eine gute Frage und ich habe eine Antwort natürlich. Egal, unterrichte ich Deutsch oder lerne ich Deutsch selbst, Deutsch macht immer Spaß. Und ich habe Deutsch in der Schule gelernt, dann habe ich ein bisschen an der Uni studiert und jetzt lerne ich noch, weil es keinen Punkt und keine Grenze im Lernen gibt. Kurz gesagt, man sollte Deutsch besser lernen. Und wir haben nicht nur die Kenntnisse verbessert, wir haben auch die Geschichte der ethnischen Deutschen erfahren, dann haben wir unsere Didaktik und Methode verbessert. Das ist auch sehr wichtig. Und die letzte Frage, werden diese Kurse in der Zukunft benötigt? Selbstverständlich und zweifellos ja. Je mehr lernen wir, desto besser unterrichten wir denn und wir sollten unser Sprachniveau verbessern. Natürlich wollte ich weiter mit Mariana Gich und Natalia Kozlova Deutsch lernen. Und so wurde in Kasachstan in diesem Jahr zum ersten Mal Online-Unterrichte aktiv eingeführt. Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr einen Online-Sprachkurs für Lehrer organisiert, damit diese ihre Deutschkenntnisse verbessern können. Und wie man sagt, Glück im Unglück haben.